Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute gucken wir uns ein richtig mächtiges Gerät an, und zwar das Karl-Gerät von Kobi. Die Setnummer ist 2530, 1500 Teile sind mit dabei, das Ganze ist im Jahr 2020 erschienen und hat eine UVP von 100 Euro. Bevor es losgeht mit dem Set, möchte ich euch noch ein schönes Osterfest wünschen und natürlich auch einen fleißigen Osterhasen, vielleicht findet ihr ja auch etwas Nettes aus der Klemmbausteinwelt. Wenn dem so ist, schreibt es doch direkt mal in die Kommentare, ob denn was Schönes bei euch dabei war. Jetzt geht's hier los. Das Ganze ist zwar nicht mein Ostergeschenk, denn das habe ich schon vor ein paar Wochen in einem Haul-Video gezeigt. Jetzt ist es soweit, dass wir es uns angucken. Und vorneweg muss ich direkt sagen, das hier ist die alte Variante vom Karl-Gerät. Inzwischen gibt es eine neue Variante. Und wenn ihr noch die alte Variante haben wollt, dann gebe ich euch zum Schluss auch da noch einen kleinen Tipp, beziehungsweise wenn ihr generell euch noch ein Karl-Gerät kaufen wollt. Jetzt erstmal zu dem Ganzen hier. Wir haben hier erstmal den Karton, und was ich hier sehr schön dran finde, ist erstmal die Seite. Diesmal beginnen wir mit der Seite, denn das ist so wie bei der Maus. Die größeren Sets von Kobi, die haben hier halt Siegel in Form von Aufklebern. Die habe ich gelöst, damit hier auch nichts kaputt geht. Und wir haben hier eine Lasche zum Öffnen, finde ich sehr, sehr schön. Und dementsprechend können wir jetzt dann auch zur Vorderseite kommen erstmal. Ja, das Ganze hier ist aus der Historical Collection. Und ja, dann haben wir hier oben noch die Bezeichnung von dem Fahrzeug. Das war ja hier auch eine gewisse Utopie vom Dritten Reich. Und dann haben wir hier vorne halt noch einmal das Karl-Gerät in Action. Zur Rückseite, da haben wir das Ganze hier auch nochmal. Wir sehen schon die ein oder andere Funktion, gucken wir uns ja auch gleich an. Hier dann noch eine Infotafel, finde ich ja auch immer höchst interessant. Und hier dann auch noch ein Bild von dem Karl-Gerät. Also soweit ich weiß, ist das ja zumindest zum Einsatz gekommen, aber wirklich sinnvoll war das Ganze nicht. So viel dann zum Karton. Gefällt mir sehr, sehr gut, halt wie gesagt, mit dieser Lasche. Und hier dann noch die Anleitung, das ist diesmal ein ordentlicher Schinken, also zumindest für Kobi-Verhältnisse, denn ja, es gibt ja halt auch einiges zu bauen. Aber im Inneren gibt es nichts wirklich Besonderes. Das Einzige, was ich euch hier zeigen kann, das Obligatorische, die vorherigen Bauschritte, die sind ausgegraut und die aktuellen sind nur in Farbe. So ist das ja immer bei Kobi. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Minifiguren. Da haben wir hier erstmal ein Schwein. Nein, Spaß. Es ist ein Hund, bestimmt ein Schäferhund soll es sein. Aber ich finde, guckt euch das hier mal aus der Nähe an, der sieht ein bisschen aus wie ein Schwein. Also das Gesicht zumindest so. Hier die Schnauze mit den Augen. Ich finde, der sieht ein bisschen so schweinshaft aus. Teilt mal gerne mit, wie ihr das seht. Ansonsten dann hier noch einen Mechaniker, wahrscheinlich hier im weißen Oberteil, oder einfach ein Soldat, der seine Feldjacke ausgezogen hat. Hier dann noch einen etwas höherrangiger wahrscheinlich, wegen dieser Mütze, die er auf hat. Alles schöne Figuren, muss ich sagen, aber hier die letzte, die catcht mich ja total. Also dieser normale Soldat, das ist eine absolut coole Figur. Der Helm gefällt mir gut, weil der hat hier halt auch noch einen schönen Print auf dem Arm. Der Helm ist bedruckt von beiden Seiten. Da haben wir hier zum einen den Adler. Ich hoffe, man kann es sehen. Ansonsten blende ich das hier auch nochmal genauer ein. Und auf der anderen Seite haben wir hier diese schwarz-weiß-rote alte deutsche Flagge mit dabei. Also schöne Bedruckungen. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, die Figur. Zweitgesichter haben sie natürlich alle nicht. Aber hier dann noch zur Rückseite. Ja, da ist bei keinem viel los, muss man ja dazu sagen. Ansonsten noch hier die Plakette, um darüber noch ein Wort zu verlieren, die ist natürlich auch mit dabei, so wie das sich bei der Historical Collection gehört. Dann haben wir das auch schon, und hier habe ich dann auch noch ein kleines Beutelchen mit Ersatzteilen, und oh, er ist nicht geschlossen, ach du meine Güte. Ja, ist auch egal, denn ich wollte eigentlich nur erwähnen, normalerweise sind bei Kobi ja wirklich bloß die ganz, ganz kleinen Teile als Ersatzteile dabei. Bei diesem älteren Modell, halt aus 2020, wie gesagt, ist es, denke ich mal, noch ein bisschen anders. Wir haben ja einige größere Teile dabei, die hier nicht direkt einen Einsatz finden, sondern als Ersatzteil mit dabei sind. Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem bei diesen Achsen.
dass da noch was mit dabei ist. Und zwar meine ich das hier. Ich hatte ja schon mal einen kleinen Unfall mit dem Sherman und da sind mir diese Achsen gebrochen. Deswegen finde ich es richtig gut, dass die hier noch mit als Zusatz dabei sind. Und ich glaube, da bricht sich Kobi auch keinen ab, wenn sie da noch dieses eine Teil mit dazu packen, jeweils. Und dann kommen wir zu unserem mächtigen Karl, rückt er hier mal in den Vordergrund. Und erstmal zur Bauzeit und zum Bauspaß. Also die Bauzeit, die hat so ungefähr 5 Stunden betragen, plus minus ein bisschen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, habe ich jetzt tatsächlich diesmal nicht so richtig drauf geachtet, aber das liegt vielleicht auch daran, weil der Bauspaß einfach unglaublich gut war. Also ich hatte mit diesem Modell von Kobi so viel Spaß wie noch mit keinem anderen Bausatz von Kobi. Das liegt daran, weil das Ganze hier einfach unglaublich abwechslungsreich ist. Also es wiederholt sich nicht viel. Klar, wir haben natürlich hier wie immer Ketten. Das ist natürlich ein bisschen mühselig. Aber im Großen und Ganzen sehr viel unterschiedliche Sachen, die man baut. Und immer wieder hat man was anderes. Also es wird auf keinen Fall langweilig hier mit diesem Gerät. Und wir kommen dann noch zu den Maßen, bevor ich euch die Funktion zeige. Wir haben erstmal eine Länge von 41 cm. Breit ist das Ganze 16 cm. Und hoch, ja gut, das kommt jetzt drauf an, hier schon mal die erste Funktion, wie man den Turm verstellt. Aber wenn man es so hat wie ich jetzt hier, sind es ungefähr 19 cm. Verschaffen wir uns doch einen Rundumblick und hier dann erstmal von der Seite. Das sieht zwar ähnlich aus, aber wenn man das so im Inneren baut, dann ist das doch etwas unterschiedlich, da hier und da mal ein paar Variationen sind. Ansonsten von oben, da muss man aufpassen, dass hier die Munition nicht rausfliegt. Und ach, ich nehme sie einfach schon mal runter. Von unten klassische Kobi-Konstruktion, die hier sehr, sehr stabil ist. Also Plates und Bricks, das hält Bomben fest. Hier dann noch von hinten, da haben wir eine Leiter. Und vorne ein ähnliches Spiel, da haben wir auch ein paar Leitern und ein bisschen Werkzeug. Kommen wir dann zu den Funktionen. Erstmal das Offensichtliche. Wir haben Ketten. Wir können das Ganze hier fahren. Und durch die Masse, die hier dabei ist, lässt sich das auch ziemlich gut fahren auf dem rutschigen Tisch. Des Weiteren haben wir hier hinten die Möglichkeit, jetzt lege ich sie mal wieder drauf, die Munition so reinzuschieben. Und zumindest, um es ein bisschen so darzustellen, wir haben hier diese Schiene. Und wenn wir diesen Stab hier durchdrücken, was hier an der einen Stelle ein bisschen hakt und dann ist das hier auch relativ instabil, dann können wir das hier eigentlich so spielen und die Munition hier noch weiter schieben. Aber es ist echt schwierig, das ist, weil hier zwei schwarze Stäbe miteinander verbunden sind und die Passform ist nicht ganz ideal und dementsprechend passen die hier durch dieses enge Loch hinten nicht ganz so gut. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Und zwar haben wir hier hinten diese, ich nehme es einfach ab, dann haben wir hier hinten einfach dieses Loch und dieser Stab, der passt da halt nicht so gut durch, weil, wie gesagt, hier in der Mitte ist die Passform nicht ganz so gut, da sind die sich nicht ganz identisch und dann hakt das da. Wie dem auch sei, das Ganze lassen wir jetzt mal ab, sonst fällt es vielleicht auch nochmal. Wir können den ganzen Turm hier auch verschieben. Von vorne nach hinten. Diese ganze Konstruktion, die sich jetzt hier bewegt, die ist da eigentlich einfach bloß reingesetzt. Rausnehmen können wir das trotzdem nicht, weil hier dann noch drüber gebaut wurde vorne und dadurch sind da noch kleine Schienen im Inneren, die das Ganze hier unmöglich machen, so das in dieser Form rauszunehmen. Ansonsten würde ich das euch natürlich gerne innen zeigen. Ja, den Turm können wir dann auch noch verstellen. Im Winkel und dazu haben wir hier an der Seite ein Rädchen, das hier. Damit können wir das ganz einfach machen oder wir machen es halt einfach mit der Hand. Und ja, wir haben da doch schon einen erstaunlich großen Radius. Hätte ich jetzt so beim Bau gar nicht mit gerechnet, dass es dann doch so krass möglich ist. Ja, viele weitere Funktionen haben wir nicht. An sich sind das jetzt hier die Hauptfunktionen mit der Kanone und dass das Ganze fahren kann. Wir haben hier vorne noch eine kleine Luke. Okay. Ist jetzt aber nicht so wirklich der Hammer. Also hier auf und zu und gut ist.
das war's dann halt auch schon mit den Funktionen. Das ist ja halt auch nicht wirklich zum Spielen, das ist einfach zum Anschauen. Und wenn dann mal jemand kommt und sich das Ganze anguckt, dann kann man hier vielleicht mal zeigen, oh ja, guck mal hier, die Kanone, damit lässt sich ein bisschen was machen. Aber im Großen und Ganzen eigentlich bloß für Leute wie mich, die sich das hinstellen, die Spaß beim Bau haben, und dann ist gut. Dann möchte ich noch zu den finanziellen Aspekten sowie zum Fazit kommen. Und die UVP beträgt ja 100 Euro. Ich habe das Ganze für 85 Euro bei der Steineburg gekauft. Das war das letzte Set, also so langsam wird es rar mit der alten Version. Und es ist aber noch hier und da online für 85 Euro so in dem Dreh verfügbar. Und dann halt auch zu meinem Tipp, wenn ihr ein Karl-Gerät haben wollt, wenn es euch nicht auf die neueren Figuren da ankommt in dem neuen Karl-Gerät, dann kauft euch doch das alte, weil hier sind noch mehr Rabatte möglich, denn Kobi zieht die Preise auch an. Unter anderem halt auch bei dem neuen Karl-Gerät, dort werden halt nicht mehr so große Rabatte möglich sein, beziehungsweise wird das neue Karl-Gerät eher weniger in Richtung von der 85 Euro kommen. Da wären es wahrscheinlich so 100 Euro, weil die UVP ist halt dort auch höher. Das Modell selber, so wie ich das jetzt sehen konnte, hat keinen großen Unterschied zu dem. Es sind halt vor allem die Minifiguren, wo sich was geändert hat. Vielleicht hier und da mal noch eine Kleinigkeit beim Karl-Gerät. Also hier beim Lauf weiß ich, dass sich da auch die ein oder andere Kleinigkeit geändert hat. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr nur ein Karl-Gerät haben wollt, würde ich euch raten, guckt mal online, ob ihr das hier vielleicht noch für 85 Euro bekommt, da das neue vermutlich nicht so günstig werden wird wie diese Version. Was ich aber noch sicherheitshalber dazu sagen möchte, nagelt mich nicht darauf fest, dass das auch so ist. Wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal das neue Karl-Gerät für 85 Euro. Derzeit scheint es aber eher unwahrscheinlich zu sein. Also was ich damit sagen möchte, das hier ist keine Anlageberatung oder ähnliches. Dann komme ich noch zum Fazit und ich muss wirklich sagen, dass mir dieses Kobi-Set hier sehr, sehr gut gefällt. Halt vor allem wegen dem Bauspaß, den ich damit hatte. Natürlich ist so ein großes Ding immer eine coole Sache. Für mich gehört es auf jeden Fall mit zu den besten Sets, die ich bisher von Kobi habe. Und dementsprechend kann ich euch auch nur raten, beschäftigt euch zumindest mal mit dem Set und dann müsst ihr halt selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. So viel denn von meiner Seite aus. Hier und da habe ich ja schon eine Frage im Video gestellt. Also teilt doch gerne mit, ob ihr etwas Kleines zu Ostern bekommen habt in Sachen Klemmbausteine oder auch sonst, teilt das einfach gerne mit. Und natürlich auch hier, was sagt ihr zu dem Hund? Findet ihr auch, dass er ein bisschen aussieht wie ein Schwein? Ich wünsche noch einen schönen Tag und ciao!